Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Es hat leider ein bisschen länger gedauert, bis ich das nächste Video drehen konnte, aber zurzeit könnte mein Tag 48 Stunden haben und ich würde immer noch genug übrig haben am Ende des Tages für zwei weitere Tage. Aber nichtsdestotrotz ist es jetzt wieder an der Zeit für ein neues Tutorial bzw. für einen neuen Part, den ich euch beibringen möchte, wie ich zumindest ihn gelernt habe und wie ich auch gefunden habe, wie er am besten umgesetzt wird. Und das ist nämlich Eyeliner. Eyeliner macht man, um ein Auge zu verlängern zum Beispiel oder um es optisch zu liften. Kann man super nehmen, um auch falsche Wimpern dran zu kleben. Und ist vor allen Dingen für tiefliegende Augen dann sehr gut geeignet, für basedorfische Augen sehr gut geeignet und natürlich für die klassische Mandelform. Ich würde es auf jeden Fall nicht empfehlen für ein Schlupflidauge, weil einfach das überhängende Lid den Eyeliner bricht und du keine ordentliche, saubere Linie hinbekommst. Und auch bei dem asiatischen Auge würde ich davon abraten, oder du musst ihn so dick machen, dann ist er halt über den kompletten beweglichen Lid. Und bei anders siehst du den einfach leider nicht. Jetzt geht es erstmal darum, was kann ich denn benutzen, um einen Eyeliner zu machen. Es gibt verschiedene Produkte. Ich habe jetzt mal hier mitgebracht ein ganz Klassiker. Das ist ein Gel-Eyeliner, ein Fluid-Line. Das ist jetzt das Black Track von der Firma MAC Cosmetic. Kommt in so einem kleinen Töpfchen. Sieht so aus. Ist wasserresistent, bedeutet schweißresistent und sollte, wenn er getrocknet ist, auch sich dann nicht in die Lidfalte hineinbewegen. Was wichtig ist bei solchen Produkten, immer gut zudrehen, beziehungsweise wenn ihr sie offen stehen lasst, auf dem Kopf bitte stehen lassen, so rum, damit die Öffnung von der Luft geschützt ist und der Eyeliner nicht austrocknet. Dann wird das Ganze auch nochmal wirklich wasserfest, wie zum Beispiel von der Firma Smashbox hier. Ist jetzt auch in der Farbe schwarz, gibt es auch in anderen Farben. Und auch bei dem gleiche Prinzip gut zu drehen bzw. kopfüber auch bewahren, wenn er offen ist, damit er nicht austrocknet, weil wasserfeste Produkte neigen dazu, schneller auszutrocknen. Gilt auch für Mascara und für Kajalstifte und so weiter. Alles, was wasserfest ist, trocknet schneller aus, also immer gut verschließen. Als nächstes habe ich euch mal mitgebracht den sogenannten Cake-Eyeliner. Der sieht so aus, ist auch in schwarz, ist jetzt von der Firma Kriolan. Und den muss man mit Wasser anrühren, damit sich dann die Farbpigmente lösen. Und ich muss ganz persönlich sagen, ich liebe einfach Cake-Eyeliner. Ich finde, du bekommst das beste Schwarz hin, du hast die meiste Kontrolle darüber, wo die Farbe ist und wie intensiv die Farbe ist und kannst super einfach arbeiten und damit werde ich es auch heute euch demonstrieren. Als vorletzten Punkt habe ich euch mitgebracht Lidschatten. Man kann natürlich auch einfach Lidschatten benutzen. Ist dann ein bisschen weicher, ein bisschen softer, wenn man vielleicht gerade gar nicht so eine harte Linie haben will. Und damit könnte man auch mit einem Schlupflid jetzt einen Eyeliner machen und das dann ausblenden in die Banane und sozusagen kein Eyeliner machen mit so einem Dreieck am Ende, sondern wirklich einfach nur einen am Wimpernkranz entlang. Und zum Letzten kann man natürlich auch Kajalstifte benutzen. Ich persönlich benutze lieber so etwas wie den Ivory von der Firma MAC. Ist nämlich ein sehr, sehr, hoffentlich sieht man es, harter Eyeliner. Kann man also wirklich auch sehr präzise mit arbeiten. Kajal, nicht Eyeliner. Und dann gibt es aber auch noch sowas wie Smolder. Smolder ist jetzt ein bisschen weicher und damit kann man dann auch so smudgen, wenn man jetzt zum Beispiel auch ein Smoky Eyes machen möchte und vielleicht gar nicht so eine präzise, gerade Linie haben möchte. Was kann ich jetzt benutzen, um einen Eyeliner aufzutragen? Da habe ich jetzt mal vier verschiedene Pinsel mitgebracht. Und zwar als erstes mal so ein Pinsel hier. Dieser Pinsel, den kann ich vor allen Dingen dafür benutzen, um einen Pushliner zu machen. Das bedeutet, ich setze wirklich nur die Farbe hier an die Spitze und drücke sie ganz dicht an den Wimpernkranz entlang. Ist vor allen Dingen sehr natürlich, verdichtet die Wimpern auf eine sehr natürliche Art und Weise. Kann man dann gut machen mit zum Beispiel Eyeshadow. Als nächstes habe ich mitgebracht einen ganz klassischen Eyeliner-Pinsel. Den kann ich vor allen Dingen benutzen, wirklich um präzise Arbeiten zu machen. Ich würde immer empfehlen, so einen Eyeliner-Pinsel quer zu halten, nicht
mit der Spitze gerade, habe ich keine Kontrolle darüber, immer quer halten und dann komme ich auch auf ein sehr schönes Ergebnis. Als nächsten Pinsel habe ich euch mitgebracht, ein bisschen einen dickeren Eyeliner-Pinsel. Kann man dann vor allem benutzen, wenn man wirklich einen Amy Winehouse Gedächtnis-Eyeliner probiert zu erreichen, weil ich einfach hier mehr Produkt gleich auf das bewegliche Lid machen kann und dadurch mir Zeit spare. Und als letzten Pinsel, und das ist mein persönlicher Favorit, ist der sogenannte Angled Brush, so ein kleiner angeschrägter Pinsel. Er gibt mir wirklich die Möglichkeit, den Liner schon hier im Vorfeld so gut herauszuarbeiten, dass ich wirklich keine Probleme habe, dass ich nicht weiß, wo das hin muss, der Eyeliner. Und trägt auch so viel Farbe auf, dass ich wirklich mir Zeit spare und ganz, ganz schnell zu dem richtigen Ergebnis komme. Und der sieht so aus. Jetzt habe ich mal herangezoomt und ich werde heute, wie gesagt, mit dem Cake Eyeliner arbeiten. Und um den anzurühren, brauche ich Wasser. Ich persönlich benutze kein Leitungswasser dafür, weil mir das zu kalkhaltig ist. Und dann kann es schnell passieren, dass es so eine grüne Schicht bekommt. Ich benutze dafür sowas hier wie ein Thermalwasser. Das ist jetzt von der Firma Avena und gibt es aber von verschiedenen Firmen und ist Wasser in der Dose, für was man alles Geld ausgeben kann, egal. Und sieht aber auch, wenn ich jetzt bei einem Kunden einen Eyeliner mache, mit dem Produkt einfach ein bisschen besser aus. Und wir sind ja auch in der Lage oder müssen auch ein bisschen so ein bisschen Huhu und Shishi machen für den Kunden, ein bisschen den speziell fühlen lassen und das kann man durch solche Kleinigkeiten immer ganz gut, dann kommen sie sich ganz, ganz toll verstanden vor und besonders gut behandelt vor. Ich mache das aber auch gerne. Ich umsorge gerne meine Kunden. Davon nehme ich jetzt einfach ein bisschen in den Deckel hinein und befeuchte damit den Dreieckspinsel. So, wenn er jetzt feucht ist, gehe ich damit in meinen Cake Eyeliner und löse dort die Farbe heraus. Und wenn ich das Gefühl habe, dass ich genügend Farbpigmente gelöst habe, dann mache ich immer einen kleinen Test. Und zwar drücke ich auf meinem Handrücken erstmal den Pinsel. Und dann mache ich einzelne Striche und gucke, wie präzise kann ich die Striche schon machen. Und wenn ich dann das Gefühl habe, es kommt genug Schwarz mit einem so einen Strich heraus, dann setze ich den wirklich an den Pinsel. Und wie ihr aber auch hier schon wirklich seht, ihr kriegt wirklich ganz, ganz feine Pinselstriche hin. Da habe ich auch nochmal welche. Boah, Verrenkung hier für euch. So, da. Als nächstes, wie setze ich jetzt den Eyeliner an? Der Eyeliner, die Spitze des Eyeliners sollte auf der gleichen Höhe enden wie die höchste Stelle von eurem Auge. Das heißt, hier, wenn ihr da eine Linie rüberfahrt, darüber, da, so viel, nicht höher sollte der Eyeliner kommen. So. Und dementsprechend probiere ich jetzt halt, gleichzeitig im Fokus des Bildes zu bleiben und in den Spiegel zu gucken und jetzt erstmal eine Markierung zu setzen. Und diese Markierung, die setze ich hier am äußersten Rand. Und dann habe ich hier meine Markierung gesetzt. Das heißt, ich probiere jetzt hier darunter nicht wirklich viel zu kommen. Ein bisschen weiter runter müsste ich jetzt noch kommen, damit es hier so ungefähr. Jetzt habe ich eine Markierung. Und jetzt gucke ich, dass hier das hier nicht höher ist als hier. Entschuldigung, ich kann heute nicht sprechen. Es ist sehr, sehr früh. Weil ich bin heute schon extra ganz früh aufgestanden, damit ich euch ein Video drehen kann. Also entschuldigt es, wenn ich heute ein wenig Sprachprobleme habe. Jetzt gucke ich, ob die Mitte des Auges, wenn ich dieses Auge offen habe, auf der gleichen Höhe ist wie der Eyeliner. So, aber es sieht ganz gut aus. Und jetzt setze ich den Eyeliner-Pinsel hier außen an der Ecke an und ziehe mir das schräg nach unten. Probiere so dann das an meinen Wimpernkranz heranzubringen. Nehme wieder ein bisschen Wasser, weil ich das Gefühl habe, dass es ein bisschen trocken ist, wieder der Pinsel.
gehe da wieder mit in den Cake Eyeliner, drücke mir den wieder flach. Was ich jetzt mache, eben hatte ich den Pinsel so rumgehalten. Jetzt nehme ich den Pinsel andersrum und gehe wirklich an die Innenseite von meinem Augenwinkel und probiere, so dicht es geht, den Eyeliner an die Wimpern heranzupressen. So, jetzt bin ich mit der Grundform schon ganz zufrieden mit dem Eyeliner. Ich muss zu meiner Verteidigung sagen, dass ich an mir selbst so gut wie nie Eyeliner mache, weil ich finde, dass es mir nicht so gut steht. Und ich deswegen eigentlich nur gewohnt bin, das an anderen Personen zu machen. Wenn ihr jetzt merkt, ihr habt kleine Fehlerchen gemacht, wie zum Beispiel bei mir, ich habe hier das Gefühl, da unten habe ich so ein paar kleine Fehlerchen gemacht, dann könnt ihr einfach einen Concealer-Pinsel benutzen, sowas hier wie so einen hier, und damit wirklich mit einem stark deckenden Make-up, wie zum Beispiel Full Coverage von MAC Cosmetics oder Ultra Foundation von Criolla. Ich habe hier nämlich mir so persönlich so eine kleine Palette von Ultra Foundation zusammengestellt. Und da gehe ich jetzt einfach ein bisschen rein. Und dann wirklich, wo ich die Fehler gemacht habe, entlang fahren. Und dann ausblenden. Fällt jetzt ein bisschen stärker auf, die Ultra Foundation. Wenn ich jetzt über mein gesamtes Gesicht noch Foundation gehabt hätte, würde es persönlich nicht so auffallen. So, jetzt habe ich eine Seite vom Eyeliner fertig und ich bin mäßig zufrieden. Ich weiß, dass ich es besser kann und vor allem besser bei anderen Menschen kann. Was jetzt auch noch wichtig wäre, dass wirklich bei einem klassischen Eyeliner ein Stück des beweglichen Lids auch noch zu sehen ist, wenn der Eyeliner gezogen ist. Das bedeutet, es geht nicht bis oben an die Lidfalte heran, sondern wenn das Auge geöffnet ist, sehe ich immer noch ein bisschen vom beweglichen Lid und schaffe damit auch wirklich die Illusion eines verlängerten Auges und nicht so eines runden Auges. So, jetzt habe ich nochmal rausgezoomt und wie ihr jetzt seht, dieses Auge wirkt optisch verlängert und einfach ein bisschen geliftet und elegant und ich liebe einfach deswegen den Eyeliner. Wir halten nochmal fest, wie ziehe ich einen Eyeliner? Der Eyeliner, die Eyelinerspitze sollte nicht höher sein als der höchste Punkt am geöffneten Auge. Also wenn ich das Auge offen habe und gerade in den Spiegel gucken, sollte die Spitze auf der gleichen Höhe sein. Auch sollte vom beweglichen Lid immer noch ein Stückchen zu sehen sein, wenn ich das Auge offen habe und nicht bis oben an die Lidfalte rangehen. Sonst gibt es natürlich tausende Abvariationen oder Abwandlungen von diesem Eyeliner. Das ist jetzt wirklich ein klassischer Eyeliner, wie ihr den jeden Tag tragen könnt. Ihr könnt natürlich auch andere Eyeliner jeden Tag tragen, aber wenn jetzt jemand euch nach einem klassischen Eyeliner fragen sollte, dann macht dieser Person bitte so einen Eyeliner und nicht irgendwas bis hier an Hinterkopf oder mit dick wie bei Amy Winehouse oder wie auch immer. Andernfalls, habt einfach Spaß damit. Übt, 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 übt. Ich musste ganz ehrlich sagen, ich habe in meiner Schule eine Woche nonstop nur Eyeliner gemacht. Und das hilft. Üben hilft und Üben bringt euch nur weiter. Und probiert es auch an anderen Augen, probiert es an verschiedenen Augen. Nehmt euch die beste Freundin, nehmt euch euren Mann, nehmt euch sonst jemanden. Augen sind Augen, bei jedem Menschen sind Augen unterschiedlich und deswegen probiert einfach so viel ihr könnt und dann kriegt ihr auch wirklich ganz, ganz schnell einen sehr, sehr guten Eyeliner hin. Als letzten Tipp noch gucken, dass ihr wirklich auch bis in die innersten Winkel vom Auge hineingeht, weil sonst sieht der Eyeliner unvollendet aus. So, und das war's auch dann heute schon wieder mit meinem kleinen Tutorial für euch. Ich hoffe, ihr habt wieder was dazu gelernt und wenn dem so ist, dann abonniert natürlich meinen Kanal und liked dieses Video, gibt es einen Daumen nach oben und verbreitet meinen Kanal, sagt euren besten Freundinnen Bescheid, da gibt es einen neuen YouTuber, der probiert euch tolle Dinge beizubringen und teilt sein Wissen mit euch. Und natürlich dürft ihr wie immer mir auch auf Facebook, Instagram, Tumblr und Twitter folgen. Und bis zum nächsten Mal wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und lasst es euch gut gehen.